Hallo zusammen, hier ist Jan von Brettspiel erklärt. Heute habe ich noch ein Solo-Let's Play für euch und zwar spiele ich heute Arche Nova. Dafür habe ich auch schon ein Regelvideo gemacht vor kurzem, deswegen dachte ich, macht es Sinn, wenn ich das auch mal kurz in Anführungsstrichen, aber mal spiele im Solo-Modus. Für die, die Regeln jetzt noch nicht kennen, schaut gerne bei meinem anderen Video vorbei. Für die, die zumindest den Solo-Modus nicht kennen, das werdet ihr gleich sehen. Zeige ich mal ganz kurz, das hat hauptsächlich mit diesem Ding hier zu tun. Ich spiele quasi komplett alleine und jedes Mal am Ende meines Zuges werden hier die Würfel nach und nach rübergeschoben. Wenn die Würfel dann alle rübergeschoben wurden, dann wird die Pause eingeläutet. Ja, also das ist der einzigste Weg, wie die Pause eingeläutet wird. Und immer wenn eine Pause eingeläutet wird, wird dann einer von den Würfeln hier weggenommen und hier auf die Spendenleiste gelegt. Quasi hierhin. Und so werden es nachher we weniger und weniger Würfel. Wenn hier alle Würfel weg sind, dann endet das Spiel. Und dann muss ich es geschafft haben, dass meine beiden Marker sich quasi wie im normalen Spiel überkreuzt haben. Das ist quasi das Ziel des Spiels. Ich habe soweit alles aufgebaut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe schon Sachen gezogen. Ich zeige euch mal kurz hier die Sachen, die ich jetzt zufällig gemacht habe. Das ist einmal hier die Afrika-Tiere, ich wechsle ich mal kurz, einmal Europa-Tiere und einmal verschiedene Tierarten. Genau. Das könnte gleich relevant sein. Ich habe zwei verschiedene Ziele genommen. Einmal das hier, das ist für Artenschutzprojekte unterstützen. Und das Ziel hier. Das ist für das Erschließen, also viel Bauen im Zoo. Gut, die habe ich euch jetzt mal gezeigt. Ich lege die erstmal zur Seite. Dann habe ich auch schon meine 8 Karten gezogen zum Spielanfang. Es sieht aktuell, ich zeige euch die Karten jetzt. Also, ich habe erstmal zwei von den grünen Karten. Artenschutzprojekte, die sind jetzt am Anfang eher weniger gut. Die würde ich eher nicht nehmen. Dann habe ich hier. Ja, drei Sponsorenkarten. Eine mit Australien, passt jetzt gerade noch nicht so, zumindest nicht zu den Objekten. Das hier ist. Okay, das könnte relevant sein, wobei das ist auch erst für, wenn ich die Sponsorenaktion auf Level 2 aufgewertet habe. Das sieht man hier oben in der Ecke. Das heißt, das ist jetzt für den Spielanfang wahrscheinlich auch nichts. Und den Seitenangang, den muss ich sagen, den finde ich eigentlich ganz gut. Damit kann man relativ schnell viel Geld verdienen. Da ist es dann gut, wenn man den kann man quasi an eine andere Seite legen, wo man noch nichts gelegt hat. Und dann alle angrenzenden Gebäude, dafür kriegt man Geld. Dann zeige ich noch mal kurz die Tiere, die ich habe. Ich habe jetzt erstmal hier so eine Schlange, Kreuzotter. Die hat als Bedingung, dass ich den Zoo brauche, den passenden Partnerzoo brauche. Ansonsten ist hier eigentlich erstmal gut, ist Europa. Europa ist auch Ziel. Oder ist eine von den Sachen hier. Ich habe einen Seelöwen, der hat auch einen Partnerzoo. Beide ist jetzt vielleicht nicht ganz ideal, weil da muss ich direkt mir zwei Partnerzoo holen. Und ich habe mir hier ein Streicheltier, das in den Streichelzoo gespielt werden kann. Genau, also die grünen Karten nehme ich auf jeden Fall nicht, die lege ich jetzt schon mal ab. Das heißt, ich habe jetzt noch 6 zur Auswahl. Kurz überlegen, ich denke mal, ich nehme auf jeden Fall den Seitenangang, behalte ich. Und dann die drei anderen Tiere, würde ich einfach mal sagen. Tendenziell, glaube ich, ist es besser. Ja, wobei das mit dem Australien, ja, das bringt auch gar nichts. Also, ich habe jetzt genau, den Seiteneingang behalten. Wie gesagt, den muss ich nicht angrenzend bauen an andere Gebäude. Das heißt, ich kann quasi einen zweiten Eingang machen und dann kriege ich Geld. Und genau, diese drei Tiere, die ich euch eben gezeigt habe. Gut, das ist meine Starthand. Dann wäre es wahrscheinlich die beste Idee, dass ich versuche, hier bei den Kreuzotter relativ früh auszuspielen. Das heißt, ich hole mir auf jeden Fall den Partner zu Europa. Damit habe ich auch schon zwei Europa-Symbole, was natürlich gut ist für. Die Sache hier quasi, ja, das Artenschutzprojekt.
Aber bevor ich das mache, drehe ich nochmal kurz hier die Sachen um. Die zeige ich auch kurz. Gehe ich jetzt nicht direkt drauf ein. Okay, das ist auch Europa, aber da brauche ich Tierkarte Level 2. Okay, das wird auch wahrscheinlich demnächst nichts werden. Okay, das ist auch nicht so gut. Brauche ich drei Reptilien für. Okay, ich habe schon ein bisschen Karten, die jetzt irgendwie später fürs Spiel als gut werden, aber okay. Versuchen wir mal, was wir daraus machen. Gut. Genau, dann als allererstes denke ich mal, setze ich meine Sponsorenaktion an. Ich hoffe, meine Karten kann man hier unten noch ein bisschen sehen. Ich ziehe die jetzt quasi immer runter, als ich, wenn ich einen mache. Sponsorenaktion, Verbandsaktion natürlich. Ja, wobei ich brauche Level 3, ne, damit ich hier mir den zunehmen kann. Dann könnte ich das erste Bauwerk bauen. Genau, wieso nicht? Ja, ich fange mal mit dem Streichelzoo an direkt. Ich habe ein Streicheltier. Ich habe jetzt hier noch kein zweites gefunden, aber fange ich einfach damit an. Ich mache mal bauen. Das heißt, ich baue ein Streichelzoo. Und ach genau, eine Sache habe ich noch nicht erklärt. Ich habe hier den Plan 3. Das heißt, ich habe hier so ein ertragreiches Gelände um den See. Das heißt, hier oben um den See herum kriege ich sehr viel Geld schnell. Das Gute ist jetzt, dass ich da quasi direkt anfangen kann mit meinem Streichelzoo und dann nachher trotzdem mit dem Seitenangang, den ich hier habe, dann trotzdem noch in der anderen Ecke was bauen kann. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Genau, dann würde ich sagen, ich baue das mal hier hin. Also es kostet ja normalerweise 6, aber ich kriege auch genau 6 wieder, deswegen spare ich mir das erstmal, das hin und her zu legen, das Geld. Lege den da hin. Dann kommt die Bauernkarte runter. Und das war meine erste Aktion. Dann schiebe ich den gelben Würfel jetzt rüber. Und dann bin ich wieder dran. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt dann die Verbandsaktion. Das heißt, ich schicke meinen Verbandsarbeiter hier hin, um mir den Partner zu holen. Den lege ich hier unten hin. Damit kosten Europatiere weniger und ich kann mir jetzt vor allem den Kreuzotter überhaupt erst bauen, weil der hat ja hier oben diese Bedingung. Der hat außerdem hier unten, weil ich ja im Solo-Modus spiele, zählt der Bereich die Hypnose nicht, sondern der Bereich hier unten. Hier steht dann, führe im Anschluss eine weitere Aktion aus. Also das kann jetzt gleich ganz gut sein. Ja, ich könnte jetzt schon den Sponsorenaktion machen, um meinen Seiteneingang auszuspielen. Aber ich würde mal vorschlagen, als erstes mache ich mal meine, ja, wieso nicht, ich mache meine Kartenaktion. Das Pause-Symbol hier, also normalerweise steht auf der Kartenaktion ja Pause 2, das ignoriere ich jetzt natürlich. Ah, ja, das vergesse ich hoffentlich nicht. Ich habe eine Aktion gemacht, das heißt, wir müssen hier nach vorne gehen. Genau, ich mache eine Kartenaktion, das heißt, ich ziehe drei Karten und werfe eine Karte ab. Oder ich kann zuschnappen, das heißt, eine Karte in der Auslage nehmen. Da gefällt mir gerade nichts, deswegen nehme ich mir einfach, ziehe ich drei Karten. So, schauen wir mal. Als erstes haben wir einen Seelöwen. Auch Australien. Das heißt, das ist mit der Australien-Karte eben wäre vielleicht auch gut gegangen. Einen Totenkopfaffen. Okay, überzeugt mich jetzt auch nicht so. Und ja, der ist gut, aber der braucht Sponsoren aufgelevelt. Ich muss jetzt auch noch eine Karte abwerfen. Ich würde mal sagen, ja, Australien bringt mir wirklich gar nichts in. Ich kann ja mal versuchen, die verschiedenen Symbole. Ich brauche ja für diese Sache hier verschiedene Tierkarten. Dann nehme ich jetzt einfach den Affen, behalte ich mal, weil ich den ja noch aktuell keinen Affen auf der Hand habe. Und werfe dann den Seelöwen weg.
die Karte, auch wenn jetzt erstmal nicht gut ist, ich denke, eigentlich finde ich die gut. Da gibt man noch einen weiteren Verbandsarbeiter. Vielleicht schaffe ich relativ früh, die Karte umzudrehen. Das wäre vielleicht, könnte das was werden. Schauen wir mal. So, das war die Kartenaktion. Ich gehe hier mit dem gelben eins weiter. Dann als nächstes kann ich entweder einen Sponsoren ausspielen, um den Seitenangang zu bauen. Oder ich baue, ich kann ein Tier ausspielen, wobei Tier mal, versuche ich mal mit auf Level 5 zu aktivieren, da kann ich nämlich direkt zwei Tiere auslegen. Ich mache mal zuerst Bauen. Ich aktiviere Bauen. Ich baue einfach nur ein Einsergehege. Da lege ich nämlich gleich dann meinen Kreuzotter rein. Ein kleines Standardgehege, das kostet mich 2. Ah ne, das war schlecht, mache ich doch nicht. So ist er, glaube ich, ne? Weil ich möchte den natürlich neben den Seitenangang direkt legen. Das heißt, ich mache doch Sponsorenaktion zuerst. Um diesen Seitenangang zu spielen, brauche ich nur 3, aber habe ich ja mehr als genug. Jetzt kann ich mir eben den Seitenangang heraussuchen. Genau, das ist so ein kleiner Zweier. Den muss ich jetzt normalerweise angrenzend legen, muss ich jetzt in dem Fall nicht machen. Das bedeutet, ich kann den jetzt woanders hinlegen. Ich lege den einfach mal irgendwo, wo viel hinpasst. Ja, hier verpasst relativ viel hin. Also es müsste auf 2 Randfeldern liegen. Ja, hier ist eigentlich nicht so gut. Hier sind 3 Felder, sind auch 3 Felder. Ja, ich lege es mal so hin. Ja, macht das hin. Wenn hier oben sind es natürlich mehr. 1, 2, 3, 4 potenziell. Ich lege es mal hier hin. Gut, dann. Genau, liegt der Seitenangang da. Und jetzt kriege ich in jedem Einkommen, erhalte ich für jedes Bauwerk, außer leeren Standardgehegen, das neben dem Seitenangang angrenzt, 2 Geld. Ja, die Karte lege ich mal hier oben hin. Und das war die Sponsorenaktion. Zack, mache ich den gemacht. Dann mache ich jetzt die Bauenaktion und dann baue ich jetzt ein Einsergehege. Ich bezahle 5, kriege 3 zurück und lege das Einsergehege jetzt neben den Seitenangang direkt, weil dann kriege ich gleich 2 Geld. Ah ja, ich hatte hier das überdeckt, das heißt, ich kriege ein X auch noch. Den Einser lege ich jetzt mal hier unten hin. Und ich kriege einen X-Marker. Damit war es die Bauenaktion. Ich hätte natürlich gerne mehr gebaut, aber leider kann man am Anfang nur ein Gebäude bauen. Okay, dann haben wir gleich Pause. Dann sollte ich jetzt ja auf jeden Fall noch Tiere ausspielen. Das heißt, ich müsste genug Geld haben. Ja. Ich mache meine Tieraktion. Das heißt, ich darf jetzt 2 Tiere ausspielen, weil ich hier auf der 5 bin. Als erstes spiele ich die Kreuzotter aus. Bedingung erfülle ich, weil ich den passenden Partner zu habe. Kostet dann nur noch 7. Und führe im Anschluss eine weitere Aktion aus. Okay. Ich kriege auch 2 Ansehen, Attraktionen. Und ich darf gleich, also ich bin ja aktuell immer noch in meiner Tieraktion, aber gleich darf ich noch eine Aktion ausführen, quasi ohne, dass dieser Würfel hier dann vorbewegt wird. Oder der nächste quasi rübergezogen wird. Die zweite Karte, die ich dann spiele, ist hier meine Ziege, mein Schaf. Kostet 7. Und bringt mir 3 Aktionen für jedes Streicheltier.
Also habe ich jetzt eins davon, das heißt, ich kriege drei. Und ich lege natürlich einen passenden Würfel hier irgendwo rein, das ist in dem Fall jetzt egal. Ja, genau, und hier ist natürlich die Schlange ist hier drin. Gut, dann war das die Tieraktion und jetzt kriege ich noch eine Aktion mehr. Ich habe aktuell noch auf der Hand den Affen, den könnte ich gleich versuchen auszuspielen, und den Seelöwen. Für den Seelöwen brauche ich aber allerdings noch einen australischen Partnerzoo. Und hier unten, hier kann ich aktuell noch nichts machen. Dann werde ich doch mal versuchen. Ja, ich baue einfach direkt. Genau, also ich versuche jetzt als nächstes für den Affen was zu bauen. Der braucht ein Zweiergehege. Das heißt, das kostet mich vier. Jetzt langsam habe ich auch kein Geld mehr. Vier. Ah ja, hatte ich eben nicht gesagt. Ich hatte ja bei 10 angefangen. Das ist also quasi schon die mittlere Schwierigkeit. Ich glaube, wenn man einfach spielt, fängt man schon mit 20 an. Attraktion. Aber genau, ich habe jetzt mal Mittel gemacht. Ich baue einen Zweier. Und den lege ich hier hin. Dann kriege ich noch so einen X-Marker. Genau, bezahlt habe ich. Genau, das war die Bauenaktion dann. Genau, das war ja meine Extraktion von dem Tier ausspielen. Das heißt, jetzt habe ich aber die Extraktion gemacht. Das heißt, jetzt gehe ich durch und gleich gibt es Pause. Ich schaffe es leider nicht mehr, den Affen jetzt auszuspielen, weil der zu teuer ist. So viel Geld habe ich leider nicht mehr. Dann würde ich doch einfach mal sagen, ja, jetzt Karten holen ist natürlich eigentlich auch schlecht. Mache ich es trotzdem. Ich könnte mir auch ein X holen. Man kann eine Karte einfach nach hinten schieben, also eine beliebige auf die 1 schieben und dann sich einfach einen X-Marker nehmen. Ja, also happy bin ich mit meinen Karten aktuell nicht, deswegen mache ich einfach mal die Aktion Karten ziehen. Ich darf dann zwei Karten ziehen. Die werde ich zwar gleich dann abwerfen müssen, weil jetzt gleich ja Pause ist, aber ich hoffe einfach mal, dass ich was Besseres ziehe. Ich habe einen Löwen gezogen, der braucht dreimal Raubtier. Das wird schwer aktuell. Ich habe zwar einen Seelöwen auf der Hand, der bringt mir einen, dann fehlen aber trotzdem noch zwei. Und ein Bergtapir, der wäre jetzt nicht schlecht, weil dann habe ich dieses Pflanzenfresser-Symbol. Ich gehe aktuell so ein bisschen irgendwie auf diese Sache hier, möglichst fünf verschiedene Tiertypen zu haben. Also ist das auch nicht schlecht. Genau, muss aktuell jetzt keine Karte abwerfen, weil ich war ja nur auf der 4. Ich durfte einfach zwei Karten ziehen. So, dann kommt jetzt aber Pause. Das bedeutet, dass wir als erstes einen Würfel von hier wegnehmen und den hier hinlegen auf die Spenden. Das heißt, das günstigste ist jetzt weg. Handkartenlimit beachten, das heißt, ich muss jetzt zwei Karten abwerfen. Ich habe jetzt insgesamt fünf. Ich würde mal sagen, ich werfe auf jeden Fall den Löwen weg. Jetzt so ein bisschen die Frage. Ja, ich werfe tatsächlich auch, glaube ich, den Bergtapir weg, weil mir der jetzt auch irgendwie gerade, ich habe ja gerade, ich hätte sonst auch überlegt, den Affen wegzuwerfen. Aber das mache ich mal nicht, weil dafür habe ich ja schon das Gehege gebaut und der Tapir kann nicht hier rein, weil der braucht ein Gehege mit Bergen. Das heißt, ich habe die Aktion eben für sonst gemacht, aber ist nicht so schlimm, werfe ich die zwei weg. Genau, dann alle Tokens abwerfen, habe ich keine. Dann werden hier quasi aufgefüllt. Im Solo-Spiel muss man das quasi nicht, weil ich kann ja eh den Europa-Partner zwar nicht nochmal haben, aber ich kriege meinen Verbandsarbeiter zumindest zurück. Dann werden hier die beiden Karten weggemacht und aufgefüllt. Wir haben, ja, guck mal, ein Jaguar, den ich vielleicht das doch noch behalten können, den Löwen. Und wir haben einen
Komodowan. Der will ich auch nicht so bald bauen können, weil der braucht Asien. Genau, und jetzt kriege ich noch Einkommen. Ich stehe aktuell hier auf 15, das heißt, ich bekomme auch genau 15. Das ist das hier. Und ansonsten habe ich kein. Ah, doch, genau, Einkommen. Genau, jetzt habe ich hier meinen Seiteneingang, ja. Und ich habe ein Gehege, das belegt ist, direkt daneben. Und dafür kriege ich jeweils zwei. Also kriege ich jetzt einmal nochmal zwei Geld. Das heißt, wenn ich gleich einen Affen spiele, dann kriege ich sogar vier Geld, weil dann ist er ja auch belegt. Genau. Gut, dann werden hier die Würfel wieder zurückgeschoben. Sieht man das überhaupt? Ja, sieht man. Und genau, dann geht's weiter mit meiner Aktion. Ja, mein Ziel ist es jetzt tatsächlich, den Partner zu wieder zu holen, damit ich gleich den Seelöwen auch ausspielen kann. Wobei in dieser Runde werde ich mir das eh nicht leisten können. Das Gute ist natürlich, wenn ich mir einen Partner zu hole, den zweiten, dann kann ich hier eine Karte umdrehen. Und dann könnte ich die Sponsorenkarten umdrehen und hier diese Sponsorenaktion ausspielen. Mache ich das doch einfach mal. Ich mache eine Verbandsaktion, gehe hier hin, hole mir den australischen Partner zu, leg den dahin. Das heißt, ich darf eine Karte umdrehen und ich drehe jetzt die Sponsorenkarte um. Das heißt, ab jetzt habe ich X plus 1, wenn ich Karten ausspiele. Ich darf auch Karten aus der Ablage spielen, bis Rufreichweite. Aktuell habe ich mich da noch gar nicht bewegt. Liegt doch gerade nichts allzu Spannendes. Wobei, die könnte ich mir gleich nochmal durchlesen, ob die interessant ist. Und genau, und wenn ich Geld erhalte, kriege ich zweimal X. Also ne, aktuell würde ich dann 8 kriegen statt 4. Das habe ich gemacht. Genau, dann war das die Aktion. Dann gehen wir hier mit dem Stein wieder rüber. Dann würde ich tatsächlich auch direkt die Sponsorenaktion ausspielen, um hier diese Karte dann auszuspielen. Ich erfülle jetzt die Bedingungen, weil ich meine Sponsorenkarten umgedreht habe. Ich erhalte sofort einen Verbandsarbeiter. Und am Ende, ach genau, der Seiteneingang bringt mir hier Punkte am Ende, wenn ich den gesamten Zoo bebaut habe und ich kriege 5 Tickets. Dann kriege ich 5 Tickets. Und hier muss ich mindestens 9 Ruf haben, um einen Artenschutzpunkt zu erhalten. Genau, den habe ich gespielt, die Karte. Habe den Verbandsarbeiter bekommen. Schiebe ich die Karte zurück. Und der Stein geht weiter. Gut, ich gucke mal ganz kurz, ob das hier noch was Interessantes ist. 3 Mark auf diese Karte immer noch. Okay, also jedes Mal, wenn ich einen Pflanzenfresser ausspiele, dann kann ich bessere Sponsorenkarten spielen. Weiß ich nicht, ob das so mein Ziel wäre. Das einzig Praktische ist natürlich, dass er mir hier ein Pflanzenfresser-Symbol gibt. Könnte ich auch immer gerade kontrollieren. Also ich habe aktuell Reptil und Streichelzoo-Tier. Das wären 2. Also mit meinem Affen hätte ich 3 und könnte das quasi hier direkt machen. Das kann ich gleich überlegen. Genau, also ich schaffe es auf jeden Fall nicht. Aktuell auf der Hand habe ich jetzt noch den Affen und den Seelöwen. Beide ausspielen schaffe ich auf jeden Fall nicht, weil so viel Geld habe ich nicht. Aber ich würde auf jeden Fall würde ich den Affen gern ausspielen. Das heißt, das mache ich doch einfach mal. Ja, ich habe ja nicht ansatzweise genug. Ne? 9 brauche ich dafür, habe ich hier noch einen. 13. Ne, brauche ich nicht. Wobei es gar nicht so. 5 brauche ich noch. Nein, ich muss das Gehege auch noch bauen. Ne, das wird nichts. Gut, dann mache ich nämlich die Tieraktion direkt, um meinen Affen auszuspielen hier. Ich kann auch mal das Licht ein bisschen drehen, vielleicht. Dann sieht man hier die Karten ein bisschen besser.
So, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt mal das Licht ein bisschen gedreht, damit man hier die Karten vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Ich war gerade dabei, die Tieraktion auszuführen. Leider spiele ich auch nur ein Tier, nicht zwei, wie ich eigentlich könnte. Ich spiele den hier aus für 12. Bezahle ich 12. Bekomme ich 5 Attraktionen. 2, 3, 4, 5. Und ich darf danach eine beliebige Karte auf die 1 legen. Das heißt, erst geht die Karte auf die 1, weil die habe ich ja gerade ausgespielt. Und als nächstes darf ich dann ein bisschen hier drunter machen. Hier müssen wir. Und danach darf ich eine beliebige andere auf die 1 legen. Welche will ich auf der 1 haben? Also bauen wäre gar nicht schlecht. Karten will ich eigentlich auch haben. Verband möchte ich eigentlich auch haben. Also eigentlich möchte ich alle haben. Das heißt, ich mache es einfach mal nicht. Ich bereue es sicherlich gleich, aber jetzt aktuell weiß ich nicht, welches ich wohin schieben soll. Dann geht hier der nächste, der Stein, wieder eins hoch. Dann mache ich als nächstes eine Bauenaktion. Und dann würde ich damit ein Gehege der Größe 4 bauen, damit ich quasi hier meine Sachen machen kann. Das heißt, ich bezahle 8 Geld, nehme mir ein Vierergehege und darf es jetzt. Ach genau, das ist natürlich jetzt belegt. Hier ist ja der Affe gerade eingezogen. Zack. Und ich kann das tatsächlich auch so legen. Dann decke ich natürlich nichts ab. Deswegen ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Also es muss auf jeden Fall am Wasser gebaut werden, sonst kann hier der Seelöwe da nicht rein. Ich glaube aber, so wäre besser. Also ich lege es hier hin, dann kriege ich einmal 4 Geld zurück und einen Ruf. Hier einen Ruf und 4 Geld. Genau, lege ich den da hin. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Gut, dann habe ich Bauen gemacht. Der Würfel geht weiter. Dann kann ich jetzt überlegen. Ich meine, ich habe auch schon zwei Europa-Symbole, ne? Genau, ich würde erstmal Karten machen. Das bedeutet, ich mache die Kartenaktion. Ich ziehe 3 Karten, muss eine abwerfen. Dann, was haben wir gezogen? Wir haben einmal ein Vasa-Kleintierprogramm. Okay, das ist gut, wenn man viele kleine Tiere spielen möchte. Weiß ich nicht, ob ich das plane. Ein blauer V. Okay. Und ein Nadu. Okay. Ja, Kleintierprogramm habe ich, sehe ich gerade irgendwie nicht so richtig. Und es bringt sonst wirklich gar nichts. Und ich brauche einen Ruf 3. Also ich würde mal sagen, Kleintierprogramm machen wir nicht, den lege ich ab. Jetzt habe ich eine Reihe von Tieren, die ich dann noch ausspielen kann. Das war die Kartenaktion. Dann genau, wird ein Würfelwerk genommen, also gleich ist Pause. Das heißt, ich mache auf jeden Fall jetzt die Verbandsaktion, weil gleich kriege ich ja meinen Verbandsarbeiter wieder und ich habe hier ja noch einen liegen, den habe ich ja eben freigeschaltet bekommen. Ich gehe tatsächlich auf die 5. Sieht man jetzt hier nicht, aber genau, hinten ist ja noch die 5, um eins dieser Programme hier zu machen. Ich finde das gut, das früh zu machen, weil dann kann man erstens hier sich einkommen, kriegt man hier. Und wenn man hier oben auf der Leiste hervorgeht, dann kriegt man da darf man auch eine Karte umdrehen. Seht ihr jetzt nicht, aber genau. Da ist eine Auswahl. Genau, ich würde sagen, ich habe nichts Europamäßiges auf der Hand, aber noch mehr Tiersorten. Das heißt, ich würde eher auf das Europa gehen. Ich habe aktuell zwei Europatiere: einmal hier die Schlange von ganz eben. Und den Partner zu. Das heißt, ich mache einmal Europa.
Ich würde vorschlagen, Geld ist immer gut. Genau, jetzt nehme ich den Würfel quasi von da, lege den hier hin. Das heißt, an diesem dieses Projekt kann ich jetzt nicht mehr machen, Artenschutzprojekt. Ich kriege aber zwei Artenschutzpunkte. Und genau, jetzt hier oben, das sieht man leider jetzt nicht. Ja, ich kann es vielleicht mal versuchen, gerade Bild zu erholen. Genau, jetzt sollte man es sehen. Hier oben kann man nicht jetzt die Auswahl machen, entweder eine Karte umdrehen oder einen Verbandsarbeiter zu nehmen. Dann kann man zurück. Ich drehe eine Karte um. Und zwar ist jetzt die Frage, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt viel bauen muss. Was kann ich mit Verband umgedrehen? Ich kann natürlich auch anfangen zu spenden. Aber ich habe gerade noch genug. Deswegen, ich drehe mal die Bauenkarte um. Das heißt, dann kann ich jetzt gleich viele Gebäude auf einmal bauen. Könnte, glaube ich, ganz gut sein. Genau. Genau, weil ich den Würfel hier weggenommen habe, kriege ich sofort einmal die 5 und jetzt bei jedem Einkommen 5. Das heißt, die 5 nehme ich jetzt sofort. Dann geht die Verbandsaktion nach hinten. Und hier wird dann jetzt auch der letzte Würfel weggenommen. So. Genau, ich lege das gleich, muss ich das aus dem Bild legen, aber genau. Genau, das bedeutet, der Würfel wird hier oben hingelegt auf die Spende. Dann Handkartenlimit. Ich habe drei Karten auf der Hand. Deswegen ist das in Ordnung. Dann. Genau, Tokens ablegen habe ich keine. Hier auffüllen brauche ich nicht, aber ich nehme meine Verbandsarbeiter zurück. Als nächstes werden die beiden Karten kommen weg. So, was ziehen wir Neues? Anaconda. Brauche ich einen Partner zu mit. Südamerika, das ist aktuell ja nicht so gut möglich. Müsste ich erst meine, um den dritten Partner zu kriegen, ja meine Verbandsaktion aufwerten. Und hier ein Wasserspielplatz. Der könnte ganz gut sein. Gut, das war das Aufdecken. Jetzt kriege ich Einkommen. Ich stehe aktuell bei 20 Attraktionen, das heißt, ich kriege 17 Geld. Plus hier kriege ich nochmal 5. Jetzt sind wir bei 22 und dann kriege ich hier nochmal 4, für jedes Gebäude 2. Also sind wir bei 26. Damit habe ich jetzt gut Geld und kann jetzt anfangen, die teureren Tiere auszuspielen. Genau. Das heißt, ich würde am besten warten mit der Tieraktion, damit ich zwei Tiere auf einmal spielen kann. Das wäre, glaube ich, wichtig. Der wäre jetzt tatsächlich auch ganz gut. Der hat ja die Bedingungen, die erfülle ich, dass ich hier Sponsoren der Level 2 brauche. Also oder auf gewertete Sponsorenaktionen. Du darfst Wasser- und Felsenfelder überbauen. Du darfst alle Voraussetzungen bezüglich Wasser- und Felsenfelder ignorieren. Erhalte je Wasser- und Felsensymbol. Jetzt sofort zwei Geld und dann am Ende des Spiels, wenn ich eine Kombination aus Wasser und Felsen habe, kriege ich zwei Attraktionen. Lohnt sich das, ist die Frage. Ich sag mal so, ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Wer weiß, ob sich das nachher lohnt. Weil ich kann jetzt meine Sponsorenaktion machen, die will ich eh weghaben, damit ich meine Tieraktion gleich auf 5 machen kann. Das bedeutet, ich werde die Sponsorenaktion ausführen und darf dann jetzt eine Karte auch bis Rufreich weiter ausspielen. Das heißt, ich wähle diese Karte. Ich muss dann extra Kosten bezahlen. Die sind hier oben, also 1, 2, 3, 4 und bis zu 6. Der war auf Platz 1, das heißt, ich muss einen bezahlen. Darf die dann jetzt aber sofort ausspielen. Ich habe tatsächlich noch kein Gebietssymbol, aber das ist nicht so schlimm. Ab jetzt darf ich halt die Bedingungen ignorieren und ich darf meine Wasser- und Bergfelder überbauen, wenn ich möchte.
So, dann sind wir hier. Damit ich zwei Tiere spielen kann, brauche ich natürlich zwei Gehege. Das heißt, ich würde am liebsten eine Bauernaktion machen. Ich kann jetzt bauen bis zu vier Größe. Genau, also für meinen Seelöwen habe ich ja schon das passende Gehege. Da brauche ich nichts mehr machen. Dann könnte ich jetzt entweder für den Nadu oder den blauen V das Gehege bauen. Ich könnte auch überlegen, beide zu bauen. Wobei das so teuer wäre, dann könnte ich mir sonst nichts mehr leisten. Ne? Kurz ausrechnen, wenn ich den blauen V baue, es sind 18. Bisschen was an Geld kriege ich nachher noch. Ah, genau, ich kann jetzt ja den Teil hier oben überbauen. Das ist natürlich auch relevant. Ja, muss ich tatsächlich ganz kurz rechnen. Also, ich habe einmal 18 für den V. Dann habe ich 15 für den. Das heißt, und ich müsste ein Dreiergehege bauen. Das kostet 6. Ja, genau, das würde dann genau passen. Ja, ich baue ein Dreiergehege und ein Pavillon. So, das sind also insgesamt 4, also muss ich 8 bezahlen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Schauen wir gleich mal. Ne, das sind insgesamt 8, die bezahle ich, weil es quasi eine Größe von 4 hat. Ein Dreiergehege und ein Pavillon. Und das mache ich so, dass ich den einmal hier hinlege, dann kriege ich 3 Geld, sorry, 2 Geld und hier oben hinlege, dann kriege ich 4 Geld, also kriege ich insgesamt 6 Geld. Das war dann die Bauenaktion. Ich wege den nächsten Würfel hier rüber. So, dann schauen wir mal, ob ich genug Geld habe. Also, Idee wäre, ich baue den V und den Seelöwen. Ah, ich kann die Karten verkaufen, wäre natürlich gut, wenn ich das vorher mache. Ja, dann mache ich das andersrum. Genau, da habe ich nämlich auf jeden Fall genug Geld. Ich mache zuerst die Kartenaktion, das heißt, ich darf noch zwei Karten ziehen. Und die einfach behalten. Wir haben einmal, ach genau, hier hatte ich mir ja eben die Karte gekauft. Das heißt, die müssen eigentlich weiter rückgerutscht sein schon. Ist jetzt egal. Affenpark kriege ich für jede Affensymbol einen X-Marker. Und eine Zooschule. Die finde ich tatsächlich ganz gut. Die gibt halt Ruf, was gut ist. Okay. Genau, das war die Kartenaktion. Bewege ich einen Würfel weiter. Dann als nächstes spiele ich die Tieraktion. So, dann spiele ich zuerst den Seelöwen aus. Der kostet mich 3 weniger, weil ich den Partnerzoo habe mit Australien. Den australischen Partnerzoo brauche ich ja auch. Das heißt, ich muss 15 zahlen. Da sieht man eigentlich mein Geld? Ne, sieht man nicht, aber gut. Kann man nicht alles sehen. Ich kriege einen Artenschutzpunkt und 7 Attraktionen. Und ich darf bis zu 3 Karten verkaufen für jeweils 4. Dann würde ich tatsächlich diese 2 verkaufen. Das bringt mir dann 8 Geld. Dann nehme ich mir 8. Dann habe ich auf jeden Fall mehr als genug. Den lege ich jetzt aus und der kann natürlich hier in das Gehege reingehen. Ist neben dem Wasser gebaut, wobei dürfte ich jetzt ja tatsächlich ignorieren durch die Karte, die ich eben gespielt habe. Genau, der kommt da rein. Als zweiter Tier lege ich dann den blauen V. Der kostet 18. 18 bezahle ich hier. Und dann kann ich den V auslegen. Habe ich natürlich völlig ignoriert. Dafür brauche ich das Asien. Das habe ich natürlich noch gar nicht. Ja, das war schlecht. Dann nehme ich mir die 18 mal wieder zurück. Das habe ich gar nicht gesehen. Gut. Also muss ich mir irgendwie noch ein Ding holen. Gut.
Dann kann ich da nichts machen. Dann habe ich nur ein Tier ausgespielt. Hier geht der Stein vorwärts. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich zähle mal kurz, wie viele Tiertypen ich habe. Ich habe einen Reptil, Streicheltier, Affe und Raubtier. Das sind 4. Also brauche ich einen Typ mehr, dann kriege ich hier die 5. Das wäre quasi der V gewesen. Das heißt, ich brauche irgendwoher ein Asien-Symbol. In der Auslage liegt nichts. Dann muss ich gleich mal eine Kartenaktion machen, vermutlich. Kann ich Afrika habe ich noch nicht. Grüne Karten habe ich nicht. Dann würde ich vermutlich mal hier die Verbandsaktion machen, um damit einfach mir ein bisschen Ansehen zu holen. Handkartenlimit erhöhen sehe ich aktuell nicht, dass ich das brauche. Daher gehe ich hier hin und hole mir diesen Zoo. Der gibt mir 2 Ansehen und ein Wissenschaftssymbol. Eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, und zwar habe ich ja eben den Pavillon gebaut. Dafür habe ich mir, glaube ich, das Attraktion noch nicht genommen. Relativ sicher, dass ich das nicht gemacht habe. Genau, gerade Verbandsaktionen gemacht. Genau, mir die 2 Rufe muss ich mir noch nehmen. Komme ich dahin. Ein Ruf mehr wäre cool gewesen, dann hätte ich natürlich die Karte bekommen. Ja, Karte aufwerten, aber nicht so schlimm. So, dann ist jetzt auch Pause. Genau, das heißt, als erstes wird ein Stein hier rüber gesetzt. Das kann ich jetzt nicht mehr spenden. Dann wird Handkartenlimit, ich habe nur 2 Karten, also alles in Ordnung. Token wegnehmen muss ich nicht. Dann kommt als nächstes Auffüllen, also kriege ich meinen Arbeiter hier zurück. Die beiden Karten hier werden weggetan. Also ich brauche irgendwas mit Asien-Symbol am besten natürlich. Genau, kann ich kurz zeigen. Streicheltier ist natürlich auch nicht schlecht. Dann nehme ich das zweite. Dann, genau, und die Sachen kommen zurück. Genau, und Einkommen kriege ich natürlich noch. Und zwar kriege ich Einkommen. Ich stehe aktuell hier, das heißt, ich kriege 19 Einkommen. Plus die 5 hier sind 24. Plus die 4 hier sind 28. Also Geld habe ich auf jeden Fall genug erstmal. Schauen wir mal, ob ich damit auch was Gutes machen kann. Genau, und zwar glaube ich, wird es Zeit, die Zooschule zu spielen. Das gibt mir nämlich genau den einen Anruf, den ich brauche, um eine Karte umdrehen zu können. Und dann kann ich mir hier den nächsten Zoo holen. Das bedeutet, ich mache die Sponsorenaktion. Ich spiele dann die Zooschule aus. Die Zooschule gibt mir einen Artenschutzpunkt und einen Ruf. Das heißt, jetzt gleich darf ich eine Karte umdrehen. Aber zuerst lege ich die Schule mindestens auf 2 Randfelder. Und dann darf ich mir eine Karte in Rufreichweite oder vom Nachziehstapel nehmen. Muss auf 2 Randfelder gebaut werden. Das bedeutet, also mindestens 2 Randfelder. Ich darf ja auch Wasser und sowas jetzt überbauen. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich will ja tendenziell den Zoo auch zubauen. Daher würde ich mal sagen, ja, ich meine, hier bringt jetzt nicht so viel. Achso, der muss natürlich am ganzen sein. Hier unten geht es eigentlich auch. Ich lege den mal hier unten hin. Also ich lege den, ich habe ja die Fähigkeit auf Wasser drüber zu bauen. Das heißt, ich lege den hier hin und ich bin auf sogar 3 Randfeldern. Dann darf ich auch hier eine Karte in Rufreichweite nehmen.
Das bedeutet, ich nehme einmal den Wasserspielplatz. Der liegt ja in Rufreichweite. Und ich ziehe einfach eine Karte vom 80-Stapel. Elefanten. Wenn ich meine Tierkarten aufgewertet habe, kriege ich den. Das Gute ist, der gibt mir direkt zwei Afrika-Symbole und dann hätte ich zumindest direkt die zwei hierfür. Ja, also das wäre nicht schlecht. Gut, das war die Sponsorenaktion. Na genau, ich darf noch eine Karte umdrehen, dann drehe ich mal die Verbandskarte um. Wobei ich kann natürlich auch jetzt die Tierkarte umdrehen und den, weil der gibt mir auch ein fünftes Symbol, was ich brauche. Dann muss ich aber nochmal ein neues Gehege bauen. Aber der kostet gerade richtig viel und ich habe eigentlich so viel Geld. Deswegen könnte ich jetzt auch einfach versuchen, den hier zu nehmen. Aber das hier wäre natürlich auch nicht schlecht, den nächsten Partner zu kriegen. Tja, welche Karte drehe ich jetzt rum? Ja, ich will den Elef der Elefant ist halt auch hierfür gut. Kostet halt echt auch viel, ne? Muss ich 5er Gehege noch bauen jetzt mal gleich. Habe ich dafür aber genug? 30, 36. Also ich hätte genug, um das zu tun. Aber anfangen zu spenden wäre natürlich jetzt auch gut. Na, wenn ich Verbandsaktion umdrehe, dann kann ich anfangen jetzt gleich zu spenden. Ich hoffe mal einfach, dass ich beides noch hinkriege und den Elefanten einfach später spielen kann. Das heißt, ich drehe jetzt erstmal die Verbandsaktion um. Und zack, der rutscht hoch. Genau, das heißt, ich darf nämlich jetzt immer spenden, wenn ich die Verbandsaktion ausführe. Und ich würde eigentlich sagen, ich kann auch jetzt eben einmal bauen, das 5er Gehege schon mal bauen. Ja, die sind reserviert. Ja, kann ich eigentlich machen. Dann mache ich eine Bauenaktion. Ach genau, hier nicht vergessen, da muss ich rüber gehen. Habe ich schon einmal vergessen. Nee, genau. Ich habe ja gerade die Zooschule, war ja alles noch mit von der Zooschule. Ne? Genau. Genau, mit meiner zweiten Aktion baue ich dann ein 5er Gehege für den Elefanten gleich. Das heißt, ich bezahle 10 und baue ein 5er Gehege. Ich baue das jetzt mal genau so hin, dass ich jetzt gleich, dass ich hier das ganze Geld kriege. Das heißt, so kriege ich 6 Geld wieder. Ach genau, und das hier muss ich natürlich auffüllen. Zack, zack, zack. Abenteuerspielplatz. Das heißt, so kriege ich jetzt 6 Geld wieder. Nehme ich mir 10, tue viel zurück. Das da hinbauen, dann kriege ich mehr Einkommen. Naja, komm. Ich mach's so. Mal gucken, ob ich den Zoo noch schaffe, voll zu bauen. Gut, das war die Bauenaktion. Als nächstes kommt dann, genau, und ich werfe einen Stein natürlich nach vorne. Dann könnte ich jetzt die Verbandsaktion machen. Genau, mache ich jetzt die Verbandsaktion und hole mir einen Partner zu. Damit hole ich mir dann das Asien-Symbol, was ich unbedingt natürlich brauche. Das lege ich jetzt hier hin. Dadurch schalte ich auch meinen nächsten Verbandsarbeiter frei. Ich darf spenden, das mache ich auch auf jeden Fall. Das heißt, ich zahle 7 Geld und darf jetzt einen von meinen Steinen hier auf die 7 legen. Und genau, dann war das die Verbandsaktion. So, jetzt könnte ich die Tieraktion machen. Das soll ich auf jeden Fall tun, damit ich jetzt noch das Ansehen kriege und die Kiosks. Das heißt, jetzt mache ich die Tieraktion. Ich spiele den blauen V aus, den ich ja eben falscherweise bauen wollte. Aber jetzt habe ich das Symbol endlich. Das Gute ist, es kostet ja natürlich auch 3 weniger. Das heißt, ich muss nur noch 15 zahlen. Er bringt mir dann 7 Attraktionen. Er kommt natürlich hier oben rein. 7 Attraktionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und du darfst bis zu zweimal kostenlos einen Kiosk oder Pavillon platzieren.
Das mache ich natürlich auch. Da habe ich nämlich auch extra eine Lücke für gelassen. Und zwar baue ich dann einen Kiosk hier hin. Dann kriege ich einen Ruf, weil ich da hingehe. Und ein Pavillon setze ich da oben hin. Dann ist nämlich die Lücke zu. Weil ich das Pavillon gesetzt habe, kriege ich dann noch eine Attraktion. Und dann war das meine Tieraktion. Genau. So, da haben wir schon wieder Pause. Also das geht jetzt gleich richtig schnell, ist das Spiel vorbei. Das heißt, der hier kommt hier oben hin. Dann Handkartenlimit. Ich habe nur zwei Karten auf der Hand. Aktuell den Elefanten, den ich ja gleich vielleicht noch baue, und den Wasserspielplatz. Das heißt, das ist in Ordnung. Token abwerfen muss ich nicht. Dann auffüllen bzw. meinen Verbandsarbeiter zurückzuziehen. Dann werden diese zwei Karten hier weggemacht. Die rücken auf. Wir haben hier eine Nachzuchtkooperation. Genau, da kann ich die Basisartenschutz hier unten einfacher erfüllen. Ich schau mal hin, also wenn ihr es durchlesen wollt. So, dann habe ich noch einen Bären. Okay. Könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut bauen. Aber es ist natürlich die Frage, ob ich das überhaupt schaffe. Gut, dann kommen die hier wieder zurück. Das bedeutet, ich habe jetzt auf jeden Fall Artenvielfalt genügend. Das heißt, ich kann gleich eine Verbandsaktion machen. Genau, das heißt, ich sollte gleich eine Verbandsaktion machen. Wenn ich auf 5 komme, bauen kann ich auch noch und eine Sponsorenkarte spielen. Ach genau, ich muss noch meine Tierkarte umdrehen. Genau, das war das. Genau, ich muss erst noch meine Tierkarte umdrehen, damit ich das alles überhaupt machen kann, was ich gerade gesagt habe, weil den Elefanten darf ich hier nur bauen, wenn ich Tier gemacht habe. Ah, genau, ich habe aber noch gar kein Einkommen genommen. Ja, so. Ich nehme Einkommen. Ich kriege einmal 22 von hier plus 5 sind 27. Dann für den Kiosk kriege ich 1, 2, 3, 4 sind dann 31 und hier nochmal 4 sind 35. 30, 35. Genau, das heißt, ich muss meine Tieraktion aufwerten und der einzigste Weg aufzuwerten ist hier durch die, indem ich mir hier die zweite von nehme, von dem Universitäten heißen die, genau. Dann sollte ich das doch direkt tun. Ich habe hier oben Plus-Symbole. Bei den Elefanten sollte ich auf jeden Fall bauen, diese Runde. Ich brauche gleich auf jeden Fall viele von diesen X-Markern. Also jetzt zum Schluss werden die X-Marker ziemlich gut, dass man immer die Aktion auch machen kann, die man gerade so noch braucht. Ich werfe auch mal nebenbei ganz kurz einen Blick auf die Endgame-Wertungen. Die muss ich ja gleich mich für entscheiden. Das hier mit den Artenschutzprojekten unterstützen. Also ich habe noch nicht mal drei, ich habe noch nicht mal zwei geschafft. Also das werde ich vermutlich nicht machen. Das hier ist für den Ausbau meines Zuges. Das heißt, ich sollte zumindest versuchen, alles zu erreichen, sage ich mal, oder wie erschließen heißt das genau. Ja, gut. Dann würde ich als nächstes sagen, ja, ich mache das jetzt einfach direkt. Mache ich das direkt? Ich jetzt die Frage, ob ich wirklich mir direkt die Universität jetzt hole mit meinen zwei X-Markern. Ich könnte natürlich auch erst eine Sponsorenaktion machen. Ja, komm. Ich mache als erstes eine Sponsorenaktion. Das heißt, die kommt runter. Ich spiele dann meinen Wasserspielplatz.
Das heißt, den platziere ich und der muss an mindestens ein Wasserfeld platziert werden, wobei das für mich ja nicht zählt, weil ich diese andere Karte habe. Das ist dann der hier. Nee. Hier, das ist der Wasserspielplatz. Genau, dann mache ich doch diese Aktion, lege ich das hier drüber. Ne, so hat er mindestens ein Wasser, wobei für mich, wie gesagt, egal. Ich kann auch hier hingehen, ja, so war es vielleicht besser, dann kriegt mein Seiteneingang mal eigentlich mehr Geld. Lege ich den hier hin. Zack. Dann kriege ich hierfür 4 Attraktionen. 1, 2, 3, 4. Dann war das die Sponsorenaktion. So, dann setze ich jetzt die Verbandsaktion ein mit einem X-Marker, genau, den ich ausgebe. Das heißt, das ist jetzt eine 4er. Für 4 kann ich mir dann mit meinem Verbandsarbeiter den Zoo holen. Ja, Wissenschaftssymbole brauche ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Das heißt, ich hole mir auf jeden Fall den Zoo, die Universität hier. Upsi. Dann kriege ich zumindest noch einen Ruf dazu. Und ich darf hier meine vierte Karte umdrehen. Dann nehme ich jetzt die Tierkarte natürlich, damit ich den Elefanten gleich spielen kann. Weil ich hingegangen bin, darf ich auch noch spenden. Das mache ich auch. Das heißt, ich gebe 10 aus, um einen Würfel hier platzieren zu können. Ich hoffe, ich bin den eben gegangen, aber ich glaube ja. Das hier oben sieht man nicht. Also ich habe jetzt die Auswahl, eins von den beiden Bonus-Sachen zu nehmen. Wie ich gerade eben erklärt habe, die X sind sehr viel wertvoller, meiner Meinung nach. Deswegen werde ich auf jeden Fall diesen Bonus nehmen und darf mir dann dreimal ein X nehmen. Dann habe ich 4, dann kann ich gleich nämlich direkt noch eine Verbandsaktion machen. Das war das. Genau, und bevor es jetzt in die letzte Runde geht, mache ich jetzt dann eine Tieraktion. Schaffe ich auch noch das zu bauen, ist die Frage. Nee, schaffe ich es. Ah, doch, schaffe ich sogar noch. Ja, okay. Sehr gut. Genau, ich mache Tieraktion. Nee, schaffe ich nicht mehr. Oh. Nee, schaffe ich nicht. Ich hatte überlegt, hier das Streicheltier noch zu legen. Weil ich darf ja auch mit der Tieraktion, dadurch, dass ich das jetzt aufgewertet habe, auch Karten aus Rufreichweite ausspielen. Aber ich glaube, dafür fehlt mir gerade so ein bisschen Geld. Genau, als erstes spiele ich den Elefanten natürlich. 36. Habe ich gerade Geld bekommen. Also hier 36. Dann spiele ich den aus. Der kommt natürlich hier rein. Fünfergehege. Dann kriege ich jetzt einmal 10 Attraktionen. 10. Ich kriege einen Ruf. Durch den Ruf kriege ich auch meinen letzten Verbandsarbeiter. Da kriege ich leider nichts für, okay. Bei vielen ist hier dann irgendwie noch ein Punkt oder so. Und ich darf mir sofort 2 Entwertungskarten ziehen und eine von den beiden ablegen. Das bedeutet Entwertungskarten. Hoffentlich was Gutes dabei. Das eine ist Großtiere in deinem Zoo. Ich schaue mal gerade, ich habe meinen Seelöwen und ich habe meinen Elefanten. Das sind beides Großtiere, also habe ich aktuell 2. Das heißt, ich wäre jetzt hier bei 2 Punkte am Ende des Spiels. Oder Forschungssymbole in deinem Zoo. Ich habe aktuell 2. Eines liegt diese Karte, eins davon. Also ist es, glaube ich, klar, dass ich das Großtier behalte. Da habe ich nämlich jetzt schon 2 Punkte für. Genau, die Karte behalte ich auf jeden Fall. Genau, ein zweites Tier. Genau, ich habe nämlich jetzt leider nicht mehr genug, weil um den nehmen zu können, müsste ich einmal 7 bezahlen. Und ich muss aber 3 mehr zahlen, weil ich mir von hier dann nehmen würde. Und für die anderen habe ich alle keinen Platz. Das bedeutet, ich kann mir keinen zweiten nehmen und bin dann durch für die Runde. So, dann
haben wir jetzt auch schon die letzten Aktionen. Es sieht aktuell noch relativ düster aus. Schauen wir mal. So, hier kommt der dahin. Dann, genau, Symbole abwerfen, Handkartenlimit, habe aktuell keine Karten auf der Hand. Dann müssen wir hier nachfüllen, also muss ich quasi den zurücknehmen. Diese zwei Karten kommen weg. Im Labor. Okay. Und auch etwas, das wird mir wahrscheinlich jetzt auch so spät im Spiel nichts mehr bringen. Und hier gehe ich zurück, dann kriege ich aber noch einmal Einkommen. Ich stehe aktuell auf 50, das heißt, ich kriege 25 Einkommen davon. Plus 5 von hier, das sind dann 30. Ich habe mir jetzt die 30 schon mal genommen. Für den Kiosk kriege ich 1, 2, 3, 4. Und hierfür kriege ich jetzt 6. Also sind genau 10. So, jetzt habe ich nun genau nur zwei Aktionen bis zur nächsten Pause. Also ich sollte auf jeden Fall natürlich die Tier 4 Ferb machen. Den Afrika kann ich auch 2 Punkte für kriegen. Ja, das sollte ich aber jetzt tun. Genau, ich mache also eine Verbandsaktion. Ich gebe 3 von den X aus. Das heißt, ich bin erst bei 5. Und mit 5 kann ich hier ganz rechts auf die 5 gehen. Wie gesagt, sieht man nicht. Und dann unterstütze ich dieses Artenvielfalt-Projekt. Ich habe auf jeden Fall genug. Ich habe nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene sogar. Da muss ich kurz nachgucken, was das bedeutet. Das eine Symbol hier auf der Seite. Ich glaube, ich darf noch eine Aktion machen einfach. Das ist natürlich jetzt gar nicht schlecht. Also da dürfte ich sofort noch eine Aktion machen. Oder ich kriege 3 X. Ich meine, 3 X sind auch echt gut, ne? Ich meine, ich kann halt jetzt versuchen, das Streicheltier gleich zu bauen. Ich könnte natürlich auch noch versuchen, den Bären zu bauen. Also wenn ich jetzt gleich hier in der Tieraktion mit einem Level 2 machen würde, könnte ich zwei Sachen ja gleichzeitig bauen, wenn ich die irgendwie, ne, hoch mache mit den Xen. Das wäre schon nicht schlecht. Also das mit den Tieraktionen sollte ich eigentlich schon noch hinkriegen, aber das gleich auf der 2. Aber dafür habe ich noch gar kein Gehege. Könnte ich was bauen, ja. Ja, müsste eigentlich gehen. Okay, also ich entscheide mich dazu, eine Aktion mehr zu machen. Den Würfel nehme ich, lege den jetzt auch hier auf die 5, bekomme dafür 5 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Hier entscheide ich mich für die Ruf, weil Sponsorenkarten habe ich eh nicht, bekomme ich 2 Ruf. Dann darf ich hier eine Karte in Rufreichweite nehmen. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Und zwar, ich meine, ich könnte den hier nehmen, da muss ich gleich weniger zahlen, aber der ist besser, wenn ich den nachher nehme, dann muss ich da hier weniger zahlen. Ah, und ich darf im Anschluss eine Verbandsaktion machen, wenn ich den baue. Also das sollte ich vielleicht noch versuchen hier zu kriegen. Okay, nehme ich mir den. Genau, ich muss mich jetzt für eine der beiden Sachen entschließen. Wie gesagt, ich mache diesen Architekturzoo oder Architektenzoo, weil ne, Artenschutzprojekte unterstützen werde ich nicht mehr viele. Genau, ich bin da hingegangen, ich habe das gemacht. Ich kriege jetzt gleich eine Extraaktion. Aber ich darf auch, weil ich hier ja auf das Board gegangen bin, auch noch spenden. Das mache ich auch direkt. Das heißt, ich bezahle 12 und ich lege einen Würfel hier hin. Ist egal, da können eh beliebig viel sein. Dann kriege ich nämlich noch einen Punkt mehr. Genau, und dann darf ich jetzt eine Aktion sofort machen. Das sollte jetzt vermutlich bauen sein. Genau, ich sollte nämlich versuchen, noch alle Felder zu erschließen, weil dann kriege ich hier Punkte, kriege ich einen Punkt mehr für diese
Fähigkeit, diese Entwertungskarte. Das soll ich noch versuchen hinzukriegen. Genau, und ich sollte was bauen, wo dann der Bär reinpasst, den ich gerade genommen habe natürlich. Das heißt, der braucht ein Zweiergehege. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein Zweier. Also nicht, ne, mache Bauernaktion. Jetzt die Frage, ich brauche jetzt gleich für den 13. Das heißt, ich wechsle mal ganz kurz Geld, dann kann ich das ein bisschen hier hinsortieren. Genau, also ich brauche jetzt gleich für den Bären auszuspielen 13. Die lege ich mir zur Seite. Na, kostet ja weniger, weil ich den Asien-Zoo habe, den Asien-Partner-Zoo. Um den zu spielen, brauche ich 8, ne, einen mehr, weil ich da ja einen mehr zahlen muss. Das heißt, das Geld muss ich mir wegspeichern. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall noch was bauen. Ich müsste, wenn ich das so hier hinbaue, habe ich alle Felsen erschlossen und alles Wasser auch erschlossen. Also das mache ich auf jeden Fall. Dann darf ich jetzt gleich eine Sache auf die 1 legen. Also für den bezahle ich jetzt schon mal. Das sind jetzt schon mal 4. Das heißt, ich darf noch bis zu 3 bauen. Ich darf aber nicht dieselben Sachen bauen. Ich meine, Pavillon für 2 ist wahrscheinlich jetzt auch noch sinnvoll. Ja, dann brauche ich den noch dahin. Dann kriege ich, darf ich nämlich erst noch eine Karte ziehen. Also, bezeichne Nummer 2. baue den Pavillon dahin. Mehr brauche ich nicht, genau. So, jetzt darf ich eine Karte auf die 1 gleich schieben und ich darf eine Karte aus der Bis-Ruf-Reichweite ziehen. Ich schätze mal, ja, wenn ich irgendwie es doch schaffen würde, 3 Symbole hier zu kriegen. Ne, da kriege ich einen Siegespunkt hier noch. Und er selber hat schon einen. Dann hätte ich, also bricht eigentlich die Karte, es wäre ein Siegespunkt quasi, also ein grünen, einen Atemschutzpunkt wert. 6 kriege ich sicherlich nicht. Ich meine, ich kann die Universität noch bauen, dann habe ich 2 mehr. 2, 3, da habe ich aber trotzdem nur 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fehlt mir genau einer. Das ist natürlich schade. Ich darf sofort eine Karte aber ziehen, wenn ich den baue. Also ehrlicherweise, ich denke nicht, dass ich eine bessere Karte ziehe. Deswegen nehme ich mir die einfach Karte. Ja, also das war jetzt hier für das Abdecken hier. Hier. Genau, für das Abdecken hier war das. Dann habe ich die Bauernaktion ja gemacht. Das war ja meine Extra-Aktion. Und jetzt darf ich jetzt noch eine Karte auf die 1 schieben. Ich will auf jeden Fall irgendwas auf die 1 schieben, damit die Verbandsaktion so weit hoch wie möglich geht. Ich werde mal annehmen, dass ich mir keine Karten mehr ziehe. Das heißt, ich ziehe die Kartenaktion auf die 1. Genau, dann muss ich hier auffüllen. Jetzt ist dann endlich mein Zug zu Ende. Das war irgendwie ein sehr langer Zug. Und der geht einen rüber. Dann könnte ich jetzt die Sponsorenkarte ausspielen, aber ich will eigentlich auf jeden Fall die beiden Tiere ausspielen, ne? Ja, die muss ich jetzt ausspielen, weil sonst gleich der Streicheltier, was ist, Papagei oder sowas weg. Das heißt, ich muss eigentlich jetzt die Tieraktion machen. Lohnt es sich jetzt ein X auszugeben? Ist die Frage noch. Wenn ich jetzt ein X ausgebe, bekomme ich nämlich einen Ruf mehr. Das heißt, hier oben einen Siegespunkt mehr, also einen grünen Punkt mehr. Aber dann ist das X halt weg. Für 2 Rufs wäre, 2 Rufe wäre es ja auf jeden Fall gut. Ne? Da oben kriege ich ja noch mal ein X. Ich kriege auch keinen, wenn ich
die Sachen jetzt gleich ausspiele. Nein. Ich darf jetzt aber gleich im Anschluss sofort eine Verbandsaktion ausführen. Das heißt, die wäre auf 4. Das heißt, ich könnte mir den Partner zunehmen, dann kriege ich 2 Punkte für. Ja, also ich darf gleich im Anschluss, ich werde jetzt ja den Bären hier bauen, dann darf ich im Anschluss sofort eine Sache bauen. Und ich kriege nämlich nicht mehr Asien-Symbol, das heißt, ich bin eigentlich zufrieden, wenn die Verbandsaktion hier liegt. Das heißt, ich gebe jetzt das X aus. Das heißt, ich mache die jetzt so auf 5. Das heißt, wenn ich die auf 5 mache, kriege ich vorher einen Ruf. Dann gehe ich hier eins weiter, bekomme hier dann einen Artenschutzpunkt. Darf jetzt 2 Tiere ausspielen. Als erstes spiele ich von der Auslage den Streichel, das Streicheltier hier. Kostet mich ein mehr, weil ich den ja aus Platz 1 nehme. Das heißt, ich zahle 8 dafür. Kriege 2 wieder. Und dann kriege ich für jedes Streicheltier-Symbol in meinem Zoo 3 Attraktionen. Ich habe dann jetzt 2, das heißt, ich kriege insgesamt 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der kommt natürlich hier hin. Und die zweite Karte, die ich spiele, ist dann der Bär. Den Partner zu habe ich. Kostet dann 3 weniger, kostet quasi nur noch 13. Die 13 habe ich. Und dann kommt der Bär hier rein. Und der Bär hat die Fähigkeit, du darfst im Anschluss die Aktion Verband ausführen. Aber genau, 5 Attraktionen kriege ich von dem auch noch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich spiele das hinten bei 61, sieht man nicht. Aber ich bin ja schon in der Ecke, also es ist ersichtlich, wird vielleicht doch noch knapp. Dann bin ich mit der Tieraktion durch. Im Anschluss darf ich jetzt die Verbandsaktion ausführen, ne? Also das ist jetzt immer noch mein selber Zug. Die ist auf 4, das heißt, ich hole mir meine, mit dem hier gehe ich hier hin, hole mir die letzte Universität, die mir noch fehlt, kriege dafür dann hier 2 Artenschutzpunkte. Außerdem, weil ich hier die Aktion mache, ich wollte noch spenden, aber für Spenden habe ich tatsächlich nicht genug Geld mehr. Kostet ja 12. Das heißt, das reicht. Dann schiebe ich die Verbandsaktion jetzt auf die 1 und wir haben Pause. So, dann haben wir jetzt nur noch 2 Aktionen. Ja, also der kommt jetzt weg. Nur eine Aktion habe ich tatsächlich jetzt. Ja. Aber ich kriege noch Kartenlimit. Ich habe nur eine Karte auf der Hand. Symbol abwerfen brauche ich nicht. Hier wird, die beiden kommen zurück. Die hätten aufgefüllt werden müssen und dann werden die beiden quasi weggenommen. Das wird ja immer aufgefüllt am Ende meines Zuges. Das habe ich eben vergessen. Genau, was habe ich hier? Reptilien bringt mir jetzt gar nichts mehr. Wir bringen eigentlich nur Karten, was die Endwertungen haben. Und Gehege bauen werde ich auch nicht mehr schaffen. So, das bedeutet, ich habe jetzt quasi, die habe ich gemacht. Das bedeutet, ich kriege das Einkommen. Ich stehe bei der 61, das heißt, ich kriege 28. Ich nehme mir das jetzt mal einfach immer separat, so 28. Für das Kiosk hier, oder ich kriege hier 5, für das Kiosk dann zusammengerechnet 6, 7, 8, 9 plus nochmal 6. Also 15. Ja, 15. So, und dann habe ich auf jeden Fall einiges an Geld. Und dann beginnt mein letzter Zug, weil der Würfel hier, ich bin jetzt quasi am letzten Würfel, der geht jetzt zurück. Und am Ende meiner Runde geht der rüber, dann ist wieder Pause und dann wird der letzte Würfel gesetzt. Und wenn der letzte Würfel gesetzt wurde, dann ist das Spiel vorbei. Was kann ich noch machen? Das Einzige, was ich eigentlich machen kann,
Eine Verbandsaktion auf Level 1 bringt mir eigentlich nichts, außer dass ich noch spenden kann für einen Punkt. Tiere ausspielen kann ich nicht, weil ich kein Gehege mehr bauen kann. Karten ziehen bringt mir auch nichts. Bauen bringt mir nur was für mein Ding hier, aber das wird nicht, macht keinen Unterschied mehr. Alle Randfelder schaffe ich nicht mehr zu bebauen und alle den ganzen Zoo bebauen schaffe ich natürlich auch nicht mehr. Ich denke, es bleibt eigentlich nur noch die Sponsorenaktion. Und dann spiele ich die Karte aus, die ich eben hier bekommen habe. Das ist nämlich zumindest auch noch ein Punkt wert. Genau. Ich darf noch eine Karte ziehen, das bringt natürlich nichts mehr, aber ja, ich meine, ich kann auch kurz mal gucken. Genau, hier von den Tieren kann ich nichts ausspielen und die haben keine Endwertungen und das Tier bringt hier auch nichts. Ja, das heißt, dann mache ich eine Sponsorenaktion. Dann spiele ich die Karte aus. Sponsorenkarte aufgelevelt habe ich ja. Ich spiele die in meinen Zoo aus. Ich darf mir sofort eine Karte von hier nehmen oder vom Ablagestapel. Ich ziehe jetzt einfach mal eine. Das ist egal, die kann ich eh nicht mehr spielen. Mein Einkommen, darf ich jetzt immer eine Karte ziehen, wird nicht mehr passieren. Genau. Damit ist mein Zug vorbei. Und damit ist auch das Spiel vorbei. So, jetzt die große Frage: Habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft? Wir schauen einmal, ich bewege jetzt mal das Brett hier, dass man sehen kann, wo ich mich befinde. Genau, also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel kaputt gemacht. Dann sieht man aber jetzt ein bisschen die Spannung, kann man mit ansehen. So, was wird gewertet? Fangen wir an mit unseren Karten. Schaue ich mal, ob ich hier noch irgendwas geschafft habe. Hier hatte ich ja durchgerechnet, ich habe insgesamt 5 Symbole nur. Sieht man jetzt natürlich nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Also hier habe ich leider ein Symbol zu wenig, das heißt, ich kriege aber einen Punkt. Hier, für jede Kombination, da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Nur für jede Kombination kriege ich jeweils 2 Tickets. Hier habe ich ein Wasser. Habe ich irgendwo einen Berg? Ich glaube fast nicht. Hier habe ich nämlich noch ein Wasser und ich habe keinen Berg. Also bringt das leider keinen Punkt. Das habe ich zum Glück geschafft. 9 Ruf, ne? Ich bin über 9 Ruf, das heißt, ich kriege einen Artenschutzpunkt. Zoo komplett bebaut habe ich nicht. Und das waren die Karten. Jetzt habe ich nur noch 2 Entwertungskarten übrig. Einmal ist das hier diesen Zoo. Erschließe alle Wasserfelder, das habe ich geschafft. Erschließe alle Felsenfelder, das habe ich auch geschafft. Ich kann noch mal kurz zeigen. Also erschließen bedeutet, ich muss angrenzend etwas gebaut haben. Jetzt verrutscht natürlich alles. Ja, gut, kann man jetzt nicht mehr sehen, aber hatte ich geschafft auf jeden Fall. Genau. Randfelder habe ich nicht alle bebaut und den Zoo bebaut komplett habe ich auch nicht, aber 2 Punkte kriege ich dann. Und jetzt mit dem letzten Großtiere. Wenn wir uns daran erinnern, Großtiere habe ich 1, 2, 2 Großtiere, das heißt, ich kriege hier nochmal 2 Punkte. Und es ist denkbar knapp, aber doch irgendwie eindeutig. Ich habe es leider nicht geschafft. Also hier hätten es noch 1, 2, 3 Attraktionen hätten gefehlt. Dann hätte ich es tatsächlich geschafft. Ich glaube, genau, ein bisschen Fehlspiel war natürlich hier mit dem blauen V war das ja, glaube ich. Ne? Genau, den hätte ich mal besser die Karte richtig gelesen. Deshalb habe ich irgendwie falsch geplant. Aber man merkt, am Ende wird es richtig schnell. Ne? Da hat man irgendwie keine richtigen wenig Züge nur noch und man kriegt eigentlich immer viel Einkommen. Aber am Anfang denkt man sich halt, wie kann das jemals passen? Und dann war es jetzt zumindest doch noch sehr knapp. Ne? Also die 4 Punkte, die mir gefehlt haben, damit kann ich dann doch noch ganz gut leben. Wobei es sind ja tatsächlich nur 3 Punkte, die mir fehlen. So. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, schaut euch gerne das Erklärvideo auch noch an. Ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen, falls ihr auch mal das Spiel, ne, das durchgespielt sehen wolltet. Und genau, vielen
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.